Zelten in der Natur eigentlich verboten. Aber auf dem Panoramaweg Lichtenfels gibt es Trekkingstationen, wo man sein Zelt aufschlagen kann. Ja, genau. Schöne Ecke. Wir haben hier am Lichtenfelser Panoramaweg, der ja auch Bestandteil des Naturparks Kellerwald-Edersee ist, haben wir mit den Trekkingplätzen am Weg ein Angebot geschaffen, was es so im Naturpark noch nicht gab. Und da hoffen natürlich, dass es gerade die Zielgruppen, die das gut nutzen und momentan noch außerhalb des Landkreises oder teilweise auch außerhalb von Deutschlands nutzen, dass sie das hier schön nutzen und diesen Weg und vor allen Dingen auch die Trekkingplätze kräftig bebuchen. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes ergänzendes Angebot für unseren Naturpark hier in der Region. Also der Lichtenfelser Panoramaweg ist 68 Kilometer lang. Und mit den 3 Trekkingplätzen ist er super an einem langen Wochenende oder in 3 bis 4 Tagesetappen zu laufen. Und wir haben hier eben jetzt die Möglichkeit, auch draußen in der freien Natur zu übernachten. Und das ist ein, glaube ich, sehr gutes Angebot, gerade auch für sportlichere Wanderer mit Tagesetappen von 20 bis 25 Kilometern. Ist das, finde ich, genau die richtige Länge, um das gut schaffen zu können. Bitte. Die Einrichtung der Trekkingplätze am Lichtenfelser Panoramaweg ist eine durchweg gelungene Aktion für den Tourismus bei uns in der Region in Zusammenarbeit mit dem Naturpark. Deswegen gilt allen Beteiligten größter Dank für dieses tolle Angebot für unseren Tourismus und ich glaube, wir schaffen damit eine Möglichkeit, einen weiteren Anziehungspunkt für unsere tolle Region und für alles, was damit zusammenhängt. Die Stadt Lichtenfels mit ihrem Panoramaweg angrenzend an die Gemeinde Vöhl. Deswegen freue ich mich, dass ich heute selbst dabei sein kann, weil eben diese Anlage, dieser Trekkingplatz hier auf der Grenze genau zwischen Vöhl und Lichtenfels steht, spricht für eine weitere interkommunale Zusammenarbeit zwischen unseren Kommunen.